Und damit von strahlendem Sonnenschein begleitet, ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video heute. Wir wollen zusammen über Wu Wei, die Kunst des Nichtstuns oder anders formuliert Handeln durch Nichttun, sprechen. Und wir wollen dieses Wu Wei auf eine Art und Weise kennenlernen, dass es dein eigenes Leben wirklich bereichern und in eine neue, freiere Balance führen kann. Denn bei den meisten Menschen ist es heute so, dass wir diese Kunst des Nichtstuns vergessen haben. Und wenn wir das Nichttun vergessen, dann führen wir ein Leben in unnötigem Stress, unter unnötiger Spannung und verlernen, den jetzigen Augenblick wirklich voll und ganz wahrnehmen zu können und der Intelligenz des Lebens uns anzuvertrauen. Dementsprechend, wenn du ein Leben in Balance führen möchtest und sowohl den Part des Tuns, des Handelns, als auch den Part des Entspannens und Nichthandelns, der Kunst des Wu Wei, erlernen möchtest, dann ist das hier dein Video. Es wird spannend und wir hören uns nach dem Intro wieder. Wirf große Visionen, setz deinen Fuß in das Licht, folg dir selbst und was du suchst, findet dich. Wu Wei bedeutet übersetzt so viel wie Handeln durch Nichthandeln. Und eine Analogie, die wunderbar zu diesem Grundprinzip, das unter anderem aus dem Daoismus kommt, passt, ist die des Gärtners. Das heißt, ein Gärtner muss natürlich gewisse Pflanzen ansäen, muss gewisse Pflanzen aussäen und muss die natürlich auch pflegen und hegen, muss die bewässern. Aber trotzdem werden diese Pflanzen nicht schneller wachsen, wenn der Gärtner auf die Idee kommen würde, an ihnen zu ziehen. Ganz im Gegenteil, in den meisten Fällen würde er die Pflanzen damit herausziehen und damit seine eigene harte Arbeit des Aussäens wieder zunichte machen. Und genau so ist es in unserem eigenen Leben. Es gibt die Zeit der Arbeit, es gibt die Zeit des Aussäens, es gibt die Zeit der Handlung. Aber in einem balancierten und gesunden Leben gibt es auch die Zeit des Wu Wei, des Geschehenlassens. Denn die Pflanze wächst nicht schneller, wenn du an ihr ziehst. Ganz im Gegenteil, du ziehst sie raus. Und dementsprechend kann uns die Kunst des Wu Wei, des Nichthandelns, auch wieder in Kontakt mit deinem tiefer werdenden Vertrauen bringen. Die Dinge auch einmal ruhen zu lassen. Und mein Freund oder meine Freundin, je nachdem, wer das Video gerade schaut, es ist doch definitiv so, dass wir alle eigentlich instinktiv spüren, ob es gerade ein Zeitpunkt ist, an dem wir zu handeln haben oder ob es gerade ein Zeitpunkt ist, an dem wir auch vielleicht mal zu ruhen haben. Wir alle durchlaufen in unserem eigenen Leben gewisse Zyklen. Das heißt, wir alle spüren, dass es immer wieder mal Zyklen gibt, in denen es uns super einfach fällt, in Handlung zu gehen, in denen wir sehr energiegeladen sind. Aber es gibt auch immer mal wieder Zyklen, und daran ist gar nichts verwerflich, in denen wir einfach mal ruhen wollen, in denen wir eine Pause uns gönnen sollten. Und genau das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir mit den inneren Impulsen auch wirklich mal mitgehen dürfen. Und am Ende eines Jahres letztlich sogar mehr geschaffen bekommen können, wenn wir uns diese Pausen auch wirklich zugestehen. Und ich meine, ich kann dich einfach mal einladen, ich mache das jetzt seit bestimmt 8 Jahren regelmäßig, dass man sich einfach mal irgendwo in die Natur setzt und sucht sich einfach mal ein schickes Plätzchen wie jetzt hier und setzt sich einfach mal hin. Man setzt sich einfach mal hin und lässt alles einfach mal auf sich wirken. Man hat gar nicht den Impuls, mit irgendwas mitzugehen, irgendwas hinzuzufügen, sondern einfach mal anzukommen, einfach mal nichts zu tun. Dasselbe kannst du aber auch einfach mal auf der Couch machen. Lass es dir einfach mal zur Gewohnheit werden, dich ab und zu einfach mal auf die Couch zu legen und einfach wie so eine faule Amöbe einfach mal da zu legen, einfach mal da zu liegen. Nichts zu tun, nichts zu wollen, einfach mal komplett loslassen. Und je öfter du das machst, desto besser wird dir das gelingen.
und desto besser wirst du diesen inneren Pol des Nichthandelns spüren können und auf einmal realisieren, dass nur dadurch in deinem Leben wirklich wieder eine Balance hergestellt werden kann zwischen Tun auf der einen und Nicht-Tun auf der anderen Seite. Das Leben strebt langfristig immer nach Balance. Und wenn wir uns zu lange in einem Extrem bewegen und der anderen Seite nicht zugestehen, auch in unserem Leben zur Entfaltung zu kommen, dann wird irgendwann unweigerlich zum Beispiel eine Krankheit folgen, eine Periode folgen, in der wir vielleicht ausgebrannt sind. Weil Ausbrennen ist letztendlich in den meisten Fällen eine Folge von zu viel Tun und zu wenig Erholung. Zu viel Feuer, man brennt aus. Und das war eigentlich alles, was ich mit diesem Video jetzt schon mal mit dir teilen wollte. Das heißt, dieses Wu-Wei einfach mal in deinem Leben etablieren zu dürfen und dir zuzugestehen, dass du auch mal Phasen haben darfst, in denen du vollkommen okay damit bist, einfach mal gar nichts zu tun. Und am Ende des Tages wirst du merken, dass selbst durch dieses Nichtstun ein neuer Raum in dir entstehen kann. Auch Künstler oder Künstlerinnen betreten diesen Raum des Nichtstuns. Denn die kreativsten Momente hat man ganz oft, wenn das Ego loslässt, wenn das Ego gar nichts mehr erreichen will und einer tieferen Intelligenz erlaubt wird, zum Vorschein zu kommen. Das heißt, man ist kreativ, aber ohne ein wirkliches Zutun. Man lässt es einfach. Man lässt diesen Flow entstehen. Das kann man nicht erzwingen, das kann man nur zulassen. Und je öfter man lernt, in seinem Leben auch mal was zuzulassen, auch mal Pausen zuzulassen, desto mehr Vertrauen baut man zum Leben auch auf, zum So-Sein der Dinge. Falls du lernen möchtest, wie man das Ganze wirklich in einem Leben etablieren kann, auch in Verbindung mit der Kunst der Meditation und vielleicht auch mit der Kunst des Embodiments, wo man wirklich lernt, seinen Körper willentlich zu entspannen, zu öffnen, dann klick gerne mal auf mauriceneo.de vorbei, sichere dir einen kostenlosen Kennenlern-Call. Ich freue mich, dich kennenzulernen und dir mein Neo-Mentoring wirklich auch mal vorstellen zu dürfen. Insofern, die Einladung ist ausgesprochen. Ich hoffe, dir hat das Video ein bisschen Inspiration geschenkt. Falls dir so sein sollte, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und gerne den Kanal abonnieren, falls du kein Video mehr verpassen möchtest. Und ansonsten werde ich jetzt noch ein bisschen die Kunst des Nichtstuns in dieser Sonne hier praktizieren. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Video. Dein Maurice.